Wir haben für unsere Überfahrt nach Hormus hier die Luxuskabine gekriegt, schaut mal. Wunderschön, nur für uns. Ganz alleine neben dem Captain. Wir hatten viel Platz hier, oder? Auf jeden Fall. Mein Schwangerschaftsbauch könnte sich auch hier hinsetzen. Nick, willkommen offiziell auf Hormos. Genau, danke. Willkommen auf Hormos. So, wir probieren jetzt einen Tuk-Tuk-Fahrer zu finden. Da muss man immer ein bisschen verhandeln. Ja, die Tuk-Tuks 1 steht da. Da sind immer sehr, sehr viele Leute, die zu einem kommen und fragen, ob man eine Tuk-Tuk-Fahrt haben will. Und ja. Ich schau mal, was wir verhandeln. Wir haben gehört, das ist um die 5 Millionen Rial für 4 Stunden. Nick, was hast du rausverhandelt? Ja, nicht viel, aber... Aber der Mann war ziemlich korrekt von Anfang an, ja, genau, oder? Vom Anfang an hat er einen korrekten Preis gemacht. Er hat noch 500.000 Nachlass gemacht. Ja. Also bezahlen wir 4,5 Millionen für eine Inseltour, die so 4 Stunden dauern sollte. Na dann, los! Wir sind jetzt hier auf der Hormos-Insel angekommen. Ja, sagen wir mal, der Anfang war ein bisschen stressig in der Früh. Die Fähre geht um 7, aber was wir nicht wussten, ist, dass so ja, zwischen 7 und 8 eigentlich verschiedene Fähren losfahren. Also muss man nicht ganz genau um 7 da sein. Auch mit den Tickets war es nicht ganz eindeutig, weil manche sagten, wir brauchen 2 Tickets, halt nur die Erwachsenen. Dann bräuchten wir plötzlich 3 Tickets, sogar 4 Tickets. Also sehr durcheinander, sehr kompliziert. Gut, schließlich ist alles dann gut ausgegangen, haben wir nur 2 Tickets zahlen müssen, das war 2,5 Millionen Rial. Wir sind hier auf der Red Beach oder der Silver Beach, ich weiß nicht, jeder nennt es hier unterschiedlich. Und das ist eine riesen Touristenattraktion, da gibt es so viele Leute, schaut mal, eine Hilfe mir. Das Besondere an diesem Strand ist eigentlich, dass das Wasser rot ist. Also der Sand ist ein Gemisch aus Silber, Schwarz und Rot. Und am Strand ist es schwarz und im Wasser ist es rot. Wir sind in der Valley of the Statues angekommen, die soll anscheinend wunderschön sein, aber Nikolas ist alleine gegangen und wir warten auf ihn im Tuk-Tuk, denn ach, mir ist wahnsinnig heiß, ich bin erledigt und es ist auch nicht wirklich sehr kinderfreundlich, weil es auf großen Klippen sind und da haben uns die Einheimischen schon gesagt, wir sollen sehr, sehr vorsichtig sein mit den Kindern und ja, die sind auch von der Sonne angeschlagen, daher haben wir uns entschieden, wir warten mal hier und Nikolas geht alleine.
Ja, das gleiche, wir haben zwei Tickets. 1500 Euro. 1500 Euro. 1,5 Millionen Real meine ich. Und sogar auf Namen. Also, ich bin Stopper geworden. Und du bist immer noch Stops. Lustig. Na dann, let's go. Let's go. Auf der Insel war wunderschön, voller ja, unvergessliche Momente. Aber ja, jetzt geht es für uns weiter, weil hier ist es jetzt zunehmend einfach viel zu heiß. Und ja, auch unsere Zeit tickt. Wir haben ja nur ein Visum für 2 Monate und es gibt noch so, so viel zu sehen. So, der Camper steht auf der Fähre und damit ist unser Abenteuer auf Keschim wirklich zu Ende. Nick, also wir sind angekommen am Festland und du hast es schon beobachtet, wie schaut's aus? Es schaut einfach aus. Na, der hat doch schon wieder Pidan sein, oder? Inshallah, wie man hier sagt. Keine Fähre mehr. Nee, in Iran nicht mehr, nein. Unsere Zeit auf Keschim ist vorbei. Jetzt mal ein bisschen raus aus der Hitze. Und auch ein bisschen raus aus den Abenteuern, oder Nikolas? Ja, genau. Wie ja. Fandest du es hier? Ja, wunderschön eigentlich, oder? Die Insel lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hat aber zwei Gesichter, also mindestens zwei Gesichter. Also im Osten ist es eher zivilisiert und im Westen ist es komplett verlassen und wild. Ja. Also abhängig davon, was ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, also für uns war es eine Überraschung. Wir kamen ja, wie ihr gesehen habt, im Westen an und da war es irgendwie ganz, ganz verlassen. Wir hatten uns gefragt, haben wir denn überhaupt genug genau. Essen ja, genau. für die Periode oder müssen wir uns hier ein Huhn schlachten? Aber genau. Dann sind wir in den Osten gefahren, da habt ihr das gesehen. Das war eigentlich super modern, oder? Da gab es Einkaufszentren und Restaurants, alles, was man sich wünscht. Wir sind ein bisschen traurig, oder Nikolas? Ja, genau. Ja. Zu jedem schönen Abenteuer kommt immer ein Ende und ja, leider ist es jetzt. Aber es erwarten uns noch ganz viele Abenteuer am Festland von Iran. Heute Abend unser Ausblick, ein ganz besonderer auf zigtausende Kilometer lange Abschnitte von Raffinerien.